Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Freeing Family. Wir sind unterwegs, spontan einen neuen Park abzuchecken. Es ist schon relativ spät, wir haben 16 Uhr und bis wir bei dem Park sind, wir fahren eine Stunde, ist es 17 Uhr, aber er ist relativ neu und das war jetzt alles eine spontane Aktion. Ich habe leider meine Drohne nicht dabei, sonst hätten wir noch ein paar Luftaufnahmen machen können, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen, was in Zukunft so alles auf euch zukommen wird. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde zu früh, der Chris wird jetzt auch gleich kommen und der Driver, der Marco, der sammelt uns dann eine halbe Stunde ein und dann geht's los. Hi. Stadt runterfahren, wir haben die ganze Pläsierung nicht gemacht. Okay, wir sind angekommen. Der Park ist überall betoniert, aber hier auf Bildern sah er größer aus. DIY-mäßige Bettung, oder? Die Oberflächen, ja. So komisch. Also es ist alles mehr so bowlmäßig aufgeteilt. Aber ich habe einen Street-Spot entdeckt. Das ist sozusagen der Street-Bereich hier. Hier auf die Bank freue ich mich schon. Ich glaube, das wird hier mein Lieblings-Obstacle. Weiter geht's hier mit der Mini-Ramp aus Beton. Und ja, so viel gibt's eigentlich gar nicht zum Zeigen. Ich würde sagen, ich fahre mich ein bisschen warm. Wir bleiben nur eine Stunde hier. Und vielleicht gibt es noch ein paar Clips. So, von der Seite haben wir hier so eine Art Deep End. Man kann hier sehen. Ja, nicht ganz 90 Grad, aber von hier hat man dann die Geschwindigkeit, um hier ein paar Airs zu machen, wenn man es kann. Vertikal. So, ich habe noch 10% Akku. Wenn man hier jetzt die Höhe droppt, hat man hier echt eine geile Möglichkeit, erst zu ziehen. Hier hoch zu. Ich bin so 1,73 groß, es geht mir hier bis zur Schulter.
Ich denke, das sind so 1,50 Meter hier, wo man jetzt Gap dann auch noch hätte. Ja, an sich ist er okay. Ich würde sagen, mehr für Parkfahrer, mehr für die Leute, wo Bowl fahren und Airs üben und so. Dafür eignet der sich eigentlich echt super, der Park. Ansonsten haben wir noch ein paar Tricks machen können. Der Chris hat gefilmt. Danke nochmal hier. Ich sehe hier gerade eine Slappy Curb. Nicht schlecht. So, wir haben jetzt noch spontan entschieden, zu einem Pump-Track zu fahren. Wir haben schon 6:30, deswegen dürfte der eigentlich leer sein. Und jetzt noch entspannt im Sonnenuntergang quasi ein bisschen rum zu cruisen. Gell, Chris? Auf jeden Fall richtig geil. Geil. Oh, das macht Bock und Laune. Junger Vater. So, Freunde, ein sehr spontanes Video heute gewesen. Ja, ein bisschen rumgekommen, ein paar Tricks konnten wir machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, das Beste aus dem Video zu machen. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Schreibt gerne wie immer ein paar Videoideen in die Kommentare rein, was ihr so sehen möchtet. Und ganz wichtig, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren, kostenlos natürlich. Damit unterstützt ihr die komplette Freeling Family. Also dann würde ich sagen, ich bin jetzt am Auto angekommen. Für mich geht es jetzt auch nach Hause. Ja, macht's gut, liebe Freeling Family. Ciao, ciao.